Der Raum Regensburg und die Region Kelheim sind Industriezentren. Der Energiebedarf ist dementsprechend groß. Um klimaneutral werden zu können, benötigen die Unternehmen möglichst bald auch grünen Wasserstoff. Wir haben heute Erdgasprozesse, die wollen wir sukzessive umstellen und haben mit grünem Wasserstoff damit einen Energieträger der Zukunft gefunden, den wir spätestens ab 2030 durchgehend einsetzen wollen. Die Aussicht auf eine sichere Wasserstoffversorgung ist mittlerweile auch zu einer Standortfrage geworden, denn immer mehr Kunden fordern von den Produzenten besseren Klimaschutz. Es gibt bereits Kunden, vorwiegend im US-Bereich, die wollen von uns innerhalb der nächsten sieben bis acht Jahre Klima- und CO2-Neutralität haben. Da sie ansonsten drohen, dann verschwindet ihr von unserer Lieferantenliste. Doch bei den Planungen für ein überregionales Wasserstoffnetz spielt die Region aktuell noch keine Rolle. Das müsse sich bald ändern, fordern Unternehmen und Politik bei der Vorstellung der Wasserstoffallianz gemeinsam. Wir haben hier eine Industrieregion, die Energie braucht und die wir zukunftsfähig aufstellen müssen. Wenn man die Pläne angeschaut hat, die bisher bestanden sind, da war Niederbayern und Oberpfalz ich, ein, weißes, ein weißer Fleck und es war unser Anlass, einfach da aktiv zu werden. Wenn wir da nicht dabei sind, sind wir weg. Die Wasserstoffallianz will politischen Druck machen, damit sie schnell in den Planungen berücksichtigt wird. Außerdem soll der Wasserstoffbedarf ermittelt und ein regionales Verteilnetz geplant werden. Die Zeit drängt, ansonsten so die Sorge könnte die Region beim Thema Wasserstoff abgehängt werden.